Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Heute werde ich dich mal wieder komplett informieren, was in letzter Zeit los war, was mit dem letzten Content war, warum der ein bisschen anders war. Und ich werde vielleicht eine andere Werkstatt ansprechen, aber das dann gleich in den Neuigkeiten. Zuallererst mal die erste Frage, warum kamen die letzten paar Wochen keine Neuigkeiten, obwohl es die doch sonst eigentlich immer relativ regelmäßig gibt. Ganz einfach, ich war im Urlaub. Viele, die mir auf Instagram folgen, werden es auch schon gesehen haben. Da habe ich einiges hochgeladen von den Orten, wo wir waren. Auf jeden Fall richtig toll. Und weil ich halt 4 Wochen weg war, konnte ich halt keine Neuigkeiten hochladen. Warum gab es dann trotzdem ein paar Videos? Ganz einfach, ihr könnt auf YouTube könnt ihr ein Video planen. Das bedeutet, alle Videos, die ihr seht, sind schon ein paar Tage im Netz. Nur ihr könnt sie noch nicht sehen, weil sie erst ab einem gewissen Tag, das kann ich einstellen, dann veröffentlicht werden. Das ist der einfache Grund. Einige haben mir geschrieben, dass die Videos, die ich im Moment rausbringe, kein Konterholz mehr wäre und es wären keine richtigen Projekte mehr und der Kanal wird sterben. Das habe ich von ein paar Leuten geschrieben bekommen. Woran lag das? Auch wieder ganz einfach, ich bin in den Urlaub gefahren, ich habe ein bisschen was vorproduziert und ich hatte auch einfach so ein bisschen, ich hatte einfach nicht mehr so die Zeit wegen dem VW-Bus. Wenn ihr an so einem riesigen Projekt arbeitet und macht das im Prinzip alles nebenbei und alles regelmäßig, dann geht irgendwann so ein bisschen die Luft aus der ganzen Sache raus und das wird dann auch relativ schwierig, dann noch guten Content zu machen. Ich hatte ein zeitliches Limit, ich musste den Bus fertig bekommen, deswegen habe da vielleicht mein Kanal ein bisschen drunter gelitten. Aber die Leute, die mir noch auf meinem Kanal folgen, was ich immer hoffe, haben letzte Woche schon gesehen, dass ein richtig cooles Projekt rausgekommen ist. Und das war nämlich eine Holzbank. Hier ein kleiner Ausschnitt, falls du es noch nicht gesehen hast. So, die Bank ist jetzt fertig. Das war das Projekt von der letzten Woche. Ein richtig schönes Projekt. Ich habe Eiche massiv benutzt, wir haben Beton benutzt, wir haben Epoxidharz benutzt, wir haben geschweißt. Das seht ihr alles in diesem Zweiteiler. Wie gesagt, gibt es auf meinem Kanal oder hier auf diesem i, da kannst du jetzt draufdrücken, da kommen sie zum Video. Das ist jetzt so der Anfang von vielen coolen Projekten, die jetzt wieder kommen werden. Hier in meiner Holzwerkstatt nichts mehr mit dem VW-Bus, bis auf eine Ausnahme. Es gibt bald noch ein Solarzellenprojekt, was aber auch schon älter ist. Das sind jetzt so Projekte, die die nächste Zeit kommen werden. Aber da werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Dann seht ihr nämlich so eine kleine Vorschau vom nächsten Projekt. Letzte Woche war ich aber trotzdem noch beim Thomas und da seht ihr jetzt hier erstmal einen kleinen Ausschnitt. Ich werde jetzt mal zum Thomas fahren. Der Thomas hat einen richtig coolen Bus, den werdet ihr auch gleich sehen. Aber das Witzige an der ganzen Sache ist einfach, dass der Thomas nicht weit von mir entfernt wohnt und seine Werkstatt ist noch näher. Die werden wir jetzt mal besuchen gehen, da werdet ihr mir mal alles zeigen. Und vor allen Dingen auf seinen Bus und den Ausbau bin ich echt gespannt. Aber bevor ich zum Thomas fahre, werde ich erstmal ein paar alte Kleider wegbringen, denn ich habe endlich mal meinen Schrank ein bisschen ausgemistet. Das ist nur ein kleiner Teil, der Rest kommt bald. Das hier war früher meine alte Arbeitshose. Ich bin echt froh, dass ich mittlerweile richtige Arbeitskleidung habe, denn die bringt auf jeden Fall viel mehr als eine normale Jeans. Ich bin immer noch nicht beim Thomas, denn jetzt bringe ich als erstes Videomaterial zu meinem Videocutter. Dann kann der das schöne Video fertig machen. Das hier war eine Abbiegung. Hier passiert die Magie. Ich bin jetzt beim Thomas angekommen und da seht ihr schon den herrlichen Bus. Den werden wir uns ein bisschen anschauen. Ich stelle ein paar Fragen und der Thomas wird die mit dem besten Gewissen beantworten. Genau. Thomas, sag mal, was ist denn das für ein Auto? So, das ist ein Mercedes-Bus, ein MB100 Diesel. Aus dem Baujahr 1991, den habe ich bekommen, und zwar aus dem Krankentransportdienst in der Nähe von Marburg. Und zwar ist es eigentlich ganz komisch gelaufen. Ich habe in der Zeitung nach einem Bus gesucht, genauso ein MB100, weil ich habe ihn vom Kollegen mal gefahren und das hat mir gut gefallen. Und da habe ich im Internet gesucht, bei eBay, und habe da auch einen gefunden, der früher mal ein Krankenwagen war. Und da habe ich nachgeschaut, wo dieser Standort ist, und das war Schwalbach. Jetzt war für mich nicht klar, Schwalbach im Taunus, das ist bei Frankfurt, oder Schwalbach-Saar. Ich habe angerufen und der Dialekt vom Verkäufer war ganz klar Saarländer. So. Dann habe ich gefragt, wo der Bus steht. Damals wohnte ich selbst auch noch in Schwalbach. Und da sagt er, in der Hauptstraße, 136. Das war bei mir 5 Minuten um die Ecke. Ich habe das Gespräch abgebrochen und bin zu Fuß hin. Und da sieht man, das ist das Fahrzeug, das ich mir gekauft habe. Der ist auch jetzt schon fast 12 Jahre in meinem Besitz. Das sollte mal irgendwann ein Wagen werden als Imbiss, weil, wie ihr sehen könnt, ist dieser Bus, da es mal ein Krankenwagen war,
auch komplett mit Kunstlederhimmel ausgeschlagen. Das heißt also, für ihn sauber zu halten, super toll, einsprühen, abwischen, fertig. Und so konnte ich mir einen kleinen Traum verwirklichen, ein Fahrzeug multifunktional für mein Hobby, für kleine Urlaubsfahrten. Ich war jetzt vor 3 Wochen in Belgien am Meer, also ideal, Campingplatz und los geht's. Jetzt schauen wir den Bus uns noch von innen an. Gerne, dann kommt mal mit. Ich muss den Leuten auf jeden Fall mal da oben das Gebläse zeigen, denn das hat mir echt richtig gut gefallen. Wie funktioniert das Gebläse? Da habe ich einen Deckenventilator auf dem Dach oben drauf. Und dieses Gebläse, das saugt mir jetzt die Luft von außen an und bringt mir kühle Luft nach innen. Kann das Ganze auch verschließen, dass während der Fahrt kein Fahrtwind reinkommt, weil sonst entsteht ein leichter Überdruck hier hinten und ich habe Zugluft aus dem hinteren Bereich nach vorne und das ist öfters halt auch sehr unangenehm beim Fahren. Ich war ja auch noch vor kurzem mit meinem Auto in Kroatien und da hatten wir halt einfach keine Belüftungs-, wir hatten kein Belüftungssystem, außer so einen kleinen Haken, dass man die Heckklappe ein bisschen auflassen kann, ohne dass das Auto geklaut werden kann, aber es wird echt richtig warm in dem Auto und um sowas beneide ich den Thomas gerade echt. So, das ist jetzt der innere Bereich von dem MB100. Ist halt alles in die Jahre gekommene Technik. Aber ich kann nur eins sagen, unverwüstlich und mit einfachsten Mitteln lässt sich hier auch wirklich alles selbst reparieren. Dann braucht man keinen Laptop für irgendwelche Fehlerspeicher auszulesen oder sonstiges. So wie es hier ist, ist es optimal. Ich hatte jetzt vor kurzem das Problem, dass der Motor sich nicht mehr starten ließ, weil das Zündschloss kaputt war. Aber da ich gelernter Autoschlosser bin, habe ich das Ganze umgebaut, so dass ich hier per Knopfdruck das Fahrzeug starten kann. Ist jetzt natürlich keine Zündung an, sonst wäre auch angesprungen. Dann habe ich hier eine Stromversorgung für 12 Volt, eine Kamerahalterung. Momentan etwas halt umstritten wegen dem Datenschutz und alles. Da habe ich also eine Kamera als manchmal drauf und lasse die auch mitlaufen. Und ansonsten ist alles, wie man es halt kennt, der Motor, der sitzt genau hier unten unter dieser Abdeckung. Das wird hier mit 2 Verriegelungsmechanismen aufgemacht und da kann ich diesen kompletten Deckel abnehmen und für Wartungsarbeiten am Motor wunderbar. Ein Bein rechts, ein Bein links, Motor in die Mitte und los geht's. Ich suche derzeit eine Werkstatt und da habe ich vielleicht eine gefunden. Ja genau, ich ziehe vielleicht bald hier aus meiner schönen kleinen Werkstatt aus, um das Ganze noch ein bisschen größer aufzuziehen. Ich habe das ja schon angesprochen mit meinem Videocutter, dass ich das Ganze, diese Arbeit abgeben möchte, dass ich einfach mehr an richtig coolen Projekten arbeiten kann. Das habt ihr hoffentlich bei dem letzten Projekt gesehen, an der Holzbank. Das ist ein relativ aufwendiges Projekt gewesen. Es ging einfach über mehrere Tage. Und mein Videocutter, der liebe Marius, hat mir gesagt, dass der Videoschnitt für dieses Video ungefähr 4 Stunden gedauert hat. Das bedeutet für mich derzeit fast ein voller Tag, den ich länger in meiner Werkstatt verbringen kann, um an einem anderen Projekt zu arbeiten oder um einfach aufwendigere Projekte zu realisieren. Das ist der Hintergrundgedanke und ich finde, das Projekt ist richtig cool geworden, also das Video zu diesem Projekt. Und das habe ich auch so ein bisschen in den Kommentaren gesehen, das haben auch wirklich viele gesehen, dass der Schnitt ein bisschen aufwendiger war und richtig wertig war. Dann seht ihr hier gerade noch einen kleinen Ausschnitt vom Projekt, was ihr bald noch sehen werdet. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann es rauskommen wird. Auf jeden Fall ist es ein kleiner Beistelltisch. Da zeige ich euch genau, wie ich das baue. Ich zeige euch, wie man abrichtet. Da gehe ich noch ein bisschen drauf ein und, und. Das ist eine schöne, massive Eiche, die wir benutzen werden. Und das ist halt eben das kommende Projekt. Aber das ist nicht das Einzige. Und zwar seht ihr hier dieses Brett. Das ist im Prinzip eine Neuverfilmung. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren ein Video hochgeladen, habe ich gezeigt, wie man ein Brett verleimt. Aber da ist die Theorie nicht so richtig, da sind einige Fehler drin. Und das werde ich hier mit diesem Projekt, also hier mit diesem Video ein bisschen erläutern, wie es richtig funktioniert. Das Ironische an der ganzen Sache ist einfach, dass im Prinzip so die Erstverfilmung hier von dem Projekt bald 500.000 Aufrufe hatte auf meinem Kanal. Und ich will damit einfach nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und es euch nochmal richtig und genau erklären. Damals war ich glaube, 15 Jahre alt und dafür war es auch in Ordnung. Das Brett hält auch immer noch, so ist es nicht, aber das hier ist halt eben fachlich richtiger und falls ihr auch Projekte verkaufen möchtet, wie zum Beispiel Schneidebretter, dann ist das wirklich ein richtiges, dann ist das hier wirklich Gold wert, denn
Da seht ihr einfach, wie ihr Bretter auf längere Zeit auch wirklich sicher verbinden könnt. Dann gibt es noch ein Gewinnspiel, das startet heute und geht 2 Wochen. Da müsst ihr aber ein bisschen was dafür tun, damit ihr was gewinnen könnt. Was könnt ihr gewinnen? Ganz einfach. Es gibt ein paar Preise, wie zum Beispiel hier so eine Jacke. Der Preis wird übrigens sich in 3 Teile untergliedern. Das bedeutet, es wird 3 Gewinner geben. Und was müsst ihr dafür tun, dass ihr da was gewinnen könnt? Ganz einfach. Ich werde es euch jetzt erklären. Als erstes müsst ihr mal ein Projekt gebaut haben und müsst davon ein Foto machen. Das müsst ihr entweder auf Instagram oder auf Facebook hochladen und müsst das dort mit dem Hashtag KonterholzBP kennzeichnen. Warum kommt generell bei solchen Gewinnspielen immer ein Hashtag dazu? Ganz einfach, so kann ich die Leute, die auch an dem Gewinnspiel dran teilnehmen, rausfiltern. Denn wenn ihr ein Projekt hochlädt und benutzt diesen Hashtag, finde ich einfach euer Foto auf Instagram oder auf Facebook. Also du musst ein Foto von deinem Projekt auf Instagram oder auf Facebook hochladen mit dem Hashtag KonterholzBP und dann nimmt ihr auch im Prinzip schon an dem Gewinnspiel dran teil. Wenn ihr kein Instagram oder kein Facebook habt, könnt ihr mir auch alternativ eine E-Mail mit eurem Foto schicken. Die E-Mail findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euer Foto hinschicken und nimmt auch an dem Gewinnspiel dran teil. Der 3. Platz besteht aus einem Arbeits-T-Shirt, der 2. Platz ist eine Arbeitshose, die ich immer anhabe, diese kurze. Und der 1. Platz ist ein komplettes Outfit, das besteht aus so einer Jacke und einer Hose. Ich hoffe, es machen viele bei dem Gewinnspiel mit, denn ich will auch einfach mal eure Projekte sehen. Denn es gibt wirklich viele unter uns, unter euch, die einfach hammermäßige Projekte raushauen und das finde ich wirklich toll. Dann gibt es noch was Neues, denn ihr könnt bald was kaufen von mir. Und zwar sind das Pläne für den Abscheider, den ich mal gebaut habe. Die Pläne werden nicht teuer sein, die kosten 4,95 € und das ist speziell hier mit diesem Zuschnitt richtig interessant für die Leute, die das Ding nachbauen möchten, denn da ist einfach eine komplette Schnittliste mit den Maßen und einfach die Aufteilung, wie ihr am sinnvollsten die Platten aus USB-Platten rausgeschnitten bekommt. Ich werde den Abscheider kurz zeigen, denn der steht in dem Nebenraum. Das hier ist der Abscheider. Ich habe jetzt gestern ein paar Späne rausgeholt, zufällig für ein Geburtstagsgeschenk. Da ist der Deckel vom Abscheider und das hier ist doch der eigentliche Abscheider. Der schmeißt die ganzen Späne einfach hier in so eine große Kiste rein, bevor sie einfach in eure Absauganlage reingesaugt werden. Es stimmt, es gibt Zyklonabscheider, die könnt ihr kaufen, aber die meisten Zyklonabscheider, die ihr auf Amazon findet oder auf anderen Plattformen, die verkaufen, sind Abscheider für kleine Rohrdurchmesser, sprich für einen kleinen Staubsauger. Es gibt auch Zyklonabscheider, das habe ich oft in den Staaten schon gesehen, für große Absauganlagen, aber die sind relativ teuer. Ich glaube, die fangen bei um die 150 Euro an, das was ich vor etwas längerer Zeit gesehen habe, und sind dafür einfach zu teuer. Des Weiteren habt ihr bei diesen Abscheidern immer das Problem, dass ihr eine große Höhe braucht. Das bedeutet, euer Rohr muss wieder eine große Höhe nach oben, bevor dann die Späne abgeschieden werden können. Das habt ihr bei der Variante nicht, denn da ist einfach die Bauhöhe, wo das Rohr lang fließt, relativ niedrig. In meinem Fall ist das fast auf derselben Höhe wie meine komplette Anlage. Das bedeutet, ihr verliert hier weniger Leistung. Und ein richtig wichtiger Punkt ist einfach, das Ding ist richtig simpel zu bauen. Ihr könnt ihn eigentlich auch nachbauen, wenn ihr euch das Video anschaut. Ihr braucht die Pläne nicht, aber ihr könnt euch die Pläne holen, wenn ihr einfach dieselben Maßen möchtet wie ich. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass die Maße, die ich gewählt habe, das ist ungefähr die Größe von einer normalen Tüte. Also ihr könnt das Ding auf jeden Fall auch ohne meine Pläne bauen. Ihr müsst sie nicht kaufen. Aber mit meinen Plänen werdet ihr das Ding auf jeden Fall besser bauen können, weil ihr einfach Pläne habt. Und warum baut man sich so ein Ding noch? Ganz einfach, die Tüten von so einer Absauganlage bekommt ihr immer richtig schlecht ab, speziell wenn ihr alleine seid. Und mit dieser Holzkiste hier bekommt ihr einfach die Späne relativ einfach in eine Tüte reingeschaufelt und müsst nicht immer eure Absauganlage unten die Tüte abmachen, weil das ist mega ätzend. Und ein weiterer Vorteil, ganz einfach, ihr macht eure Absauganlage nicht kaputt, denn große Holzstücke kommen einfach nicht zu eurem Flügelrad von eurer Absauganlage, sondern bleiben auch in diesem Kasten drin liegen und seitdem sauge ich wirklich alle Kleinteile an Holz und so sauge ich auch ab. Da müsst ihr euch nicht mehr bücken, die könnt ihr einfach mit absaugen und habt gar keine Probleme mehr. Das hier ist auch so ein kleiner Test mit den Plänen, ob ihr das überhaupt gut findet, ob das überhaupt Anklang findet, ob Leute das überhaupt wollen. Das ist so ein kleiner Test, denn bald, nächste Woche oder übernächste Woche, werde ich nämlich mit einem Frästisch anfangen. Da habe ich sogar schon vor etlicher Zeit mir eine Fräse gekauft. Da ist das gute Stück, da will ich euch in einem Projekt zeigen, wie man sich einen Frästisch baut und sich den Fräslift auch komplett selbst baut, denn ich bin einfach kein Fan von diesen gekauften, die sind teuer und dabei kann man die auch eigentlich relativ einfach selbst bauen. Da habe ich mir nämlich überlegt, auch Pläne dann anzufertigen für diesen Frästisch und mit dem Abscheider ist das für mich einfach mal so ein erster Probelauf, ob das alles so gut funktioniert,
mit dem ganzen Technischen. Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare bezüglich Plänen und vor allen Dingen Plänen wegen dem Abscheider. Da bin ich mich sehr gespannt, was du da so zu sagst. Der Michael Truppe von Let's Bastel, wer ihn nicht kennt, hat seine neue Webseite heimwerkerhelden.de rausgebracht. Und wer die noch nicht kennt, kann mal in die Videobeschreibung schauen, denn dort habe ich sie verlinkt. Ich bin dort auch angemeldet, aber ich bin noch nicht ganz so aktiv, was nicht bedeutet, dass ich nicht auf der Webseite vorbeischaue, denn YouTube hier frisst einfach mega viel Zeit, dann kann ich dort auch nicht so viel posten. Was aber nicht bedeutet, dass ich mir die Webseite nicht anschaue, denn gerade die Seite mit den Projekten finde ich am coolsten, dort könnt ihr euch nämlich super viel Anregung holen und nicht nur anhand von Bildern, sondern auch in Form von Texten und. Das bedeutet, wenn ihr ein Projekt baut oder ihr wisst nicht, was ihr baut, ist das eine richtig gute Anlaufstelle. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung, dort könnt ihr mal drauf vorbeischauen. Wenn wir schon bei dem Thema Absauganlage sind, da seht ihr einen Teil vom Rohr, da habe ich nämlich Thema Absauganlage. Da seht ihr einen Teil von meiner fest installierten Absauganlage. Da gab es vor 2 Wochen 2 Videos. Es gab 2 Fragen zu meiner Absauganlage. Die werde ich schnell klären. Die interessiert vielleicht auch noch ein paar andere. Die erste Frage ist vom Hölzi Holzwurm. Hallo Philipp, meine Frage. Ich habe bei mir HT-Rohre. Du hast KG-Rohre. So viel wie ich weiß, sind HT-Rohre billiger oder hat das einen besonderen Grund? Zuallererst mal, als ich die Rohre gekauft habe, kann ich mich glaube ich entsinnen, dass die KG-Rohre, also die roten, dass die günstiger waren. Warum? Die HT-Rohre sind brandfest, das bedeutet, die können nicht brennen, die hier können brennen und sind deswegen, schätze ich, einfach mal ein Stückchen günstiger. Warum habe ich dann KG-Rohre geholt? HT-Rohre wären ja eigentlich besser, weil sie halt nicht brennen können, aber mir ging es hier einfach so ein bisschen um die Optik, die Komplettoptik in meiner Werkstatt. Ich finde einfach hier diese roten Rohre sehen besser aus, sie passen einfach besser in die Werkstatt als die grauen Rohre. Das ist einfach der simple Grund. Der Burnman83 hat mich noch was gefragt. Ich würde das mal ein bisschen zusammenfassen. Er hat das Thema angesprochen, dass ich im Sommer in der Theorie die kühle Luft hier raussauge und dann kommt die warme Luft hier rein. Und im Winter ziehe ich die warme Luft, die wo ich hier drin heize, die ziehe ich ja dann raus und dann wird es hier drin kalt. In der Theorie stimmt das. In einem Keller, in einem isolierten Raum in einer gemauerten Werkstatt, würde das wirklich Sinn ergeben, da würde das stimmen. Aber ihr müsst euch immer vorstellen, das hier sind ganz, ganz einfache Holzschuppen. Das hier sind dünne Bretterwände, das bedeutet, die isolieren gar nichts. Jetzt zum nächsten Punkt, Philipp, warum isolierst du das nicht? Warum isolierst du das nicht einfach? Ganz einfach, zu dem damaligen Zeitpunkt wussten wir nicht, dass das so ein Ausmaß nimmt. Und jetzt wird es keinen Sinn mehr geben, weil ich in den nächsten paar Monaten hier raus bin und dann in einer größeren Halle bin. Im Sommer ist es hier drin brechend heiß. Da ist das Flachdach. Das ist einfach eine dünne OSB-Schicht mit oben Bitumenbahn drauf. Die halten die Hitze nicht draußen und im Winter ist es hier drin arschkalt. So ist es einfach. Das soll es dann für heute gewesen sein. Gebt mir auf jeden Fall Feedback bezüglich Plänen, was dann auch den Frästisch angehen wird, den ich bauen werde. Und schaut euch definitiv die kommenden Projekte an, denn da geht es um den Beistelltisch, den ich euch auch eben gezeigt habe. Und da freue ich mich selbst schon auf das fertige Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao.